Hi. Servus. Freut mich, dich zu sehen. Manchmal erscheint es mir, als wäre ich einen Schritt zurück in meine Kindheit gegangen und hätte mich selber mit einer Peitsche so lange traktiert, bis etwas Gequältes aus mir floss. Als hätte ich mein Leben damit verbracht, die ultimative Pein zu erleben, zu fühlen, sie in mich aufzunehmen, tief zu verinnerlichen, mich zu verlieren, mich leiden zu sehen.
jetzt, da ich tot bin, muss ich endlich nicht mehr unter denen weilen, welche wie ich ihr Leben damit verbringen oder verbracht haben, unnötige Tränen zu vergießen. Jetzt ständig über das kleinste Leid zu klagen. Das ist doch so oder so kein Leben. Es ist, als wäre alles ausverdient. Mir ist mein Tod zwar bewusst, doch sämtliche Erinnerungen sind fort. Ich wanderte lange umher, suchte nach mir, ließ mich zu den Orten treiben, welche mir unbewusst vertraut waren. Eines Tages begegnete ich ihr. Sie konnte mich sehen, ging nicht durch mich hindurch wie an die anderen. Sie lächelte mir zu, sagte mir, ich solle ihr folgen. Sie brachte mich an einen Ort, an welchem andere waren, die ebenfalls suchten. Auch sie waren gezeichnet durch die Art und Weise, wie sie starben. Gewollt oder unfreiwillig. Ein Baby schrie auf den Armen einer Frau, die starb, als sie schwanger war. Die Frau, die mich holte, sie hat keinerlei Wunden. Sie ging mit mir in ein Hinterzimmer. Dort hat sie sich eingerichtet. Sie versuchte, mit mir in meiner Psyche zu wühlen, wollte mir helfen, mich zu erinnern. Stellen Sie sich vor, Sie sind im Theater. Sehen Sie beispielsweise ein Stück von Elfriede Jelinek an. Sie sind zutiefst berührt, in Ihnen brodelt es, doch schaffen Sie es nicht, dies zu zeigen. Sie verhalten sich, wenn alle jubeln und klatschen, ruhig. Möchten keine Regung zeigen, dass Sie das Gefühl haben, auf einem Präsentierteller zu sein. Niemand, also die, die Sie kennen schon, wird jemals erfahren, was für eine Erfahrung Sie in sich gemacht haben. Das war ich. Oder bin ich. Ich erinnere mich außerdem daran, dass ich es geliebt hatte, zu schreiben. Dieser Wille hat sich irgendwann aufgelöst. So wie alles. So wie ich. Ich erinnere mich daran, folgende Passage geschrieben zu haben. Ich habe das Gefühl, dass ich mich für den Menschen, der ich gerade bin, schämen muss. Und genau so ist es. Ich würde mit Menschen, die Spiegel meiner Selbstwelt, nichts zu tun haben wollen. Ich habe mich selbst enttäuscht und aufgegeben. Thank you.
wünsche, ist nicht, wie ich handle. Was ich wünsche, ist nicht immer das, wonach es scheint. Ich suche immer bei anderen die Erfüllung. Muss ich mich dafür schämen? Schämen, so starke Gefühle aufgebaut zu haben und jemand unbewusst hörig geworden zu sein? Ist es nicht menschlich? In ihm sah ich all die Eigenschaften, die ich mir für den Partner eines Lebens gewünscht habe. Am Anfang, bevor ich mich in der Liebe verlor, wusste ich, er ist es nicht. Ich wollte nur geliebt werden. Betäubung wurde schnell mein Freund. Der Freund von uns beiden. Was wir konsumierten? MDMA, Koks, Speed, Gras. Nein. Nur Heroin. Das verwehrte ich. Vielleicht hätte ich es auch ihm verbieten sollen. Aber wer bin ich schon, dass ich jemand anderen etwas verbiete? Wer gibt mir das Recht? Er ging nicht mehr zur Arbeit. Blieb einfach zu Hause, meldete sich nicht krank. Und auch ich blieb einfach nur zu Hause. Sie fragen sich bestimmt, wie unsere Beziehung noch ausgesehen hatte. Gleich bei unserer ersten Begegnung fühlte ich mich so an ihn gebunden. Es war wie ein Zauber, in dem ich mich nach und nach verlor. Er hatte diese Ausstrahlung, war intellektuell, charmant und ja, ganz besonders gut aussehend. Seine ungelösten Konflikte erschwerten unsere Beziehung nach und nach mehr und mehr. Anfangs waren es nur wöchentliche Streits, aber diese wurden heftiger, intensiver, unmöglich zu ertragen. Nach und nach lernte ich sein Umfeld kennen. Es wunderte mich nicht, dass sein Bruder in der Anstalt saß, seine Schwester jeglichen Bezug zur Realität verloren hatte, überfordert war mit der Erziehung ihrer soziopathischen Kinder. Seine ganze Familie war zerstört, zermahlen, vulkanisiert. Ich verdarf ihn. Vielleicht die erste und einzige. Ich bemühte mich, aber isolierte ihn. Er lief so oft weg, aber ich holte ihn ein. Ich wollte die Retterin sein. Eigentlich hatte ich es ja geschafft. Er war zu mir gezogen. Ich isolierte ihn völlig. War krankhaft süchtig nach ihm. Um auf den Punkt zu kommen. Er verlor seine Kontrolle, schlug auf mich ein. Mein Körper hielt den Druck nicht mehr stand. Ich sackte zusammen wie ein gequältes Tier. Mein Mund leicht geöffnet, meine Augen weit aufgerissen. Unbeweglich lag ich da. Er schrie so laut in meine Ohren, dass es sich anfühlte, als wäre meine Seele ein blutender Organhaufen. Ich wollte die Blutung stoppen, aber die Energie reichte nicht aus. Als ich nicht reagierte, sprang er zu mir herab, schlug mit seinen Fäusten gegen mich und auf den Boden nieder. Er riss mich an den Haaren und spuckte mich an. Aber es gab auch positive Seiten. Wir waren kreativ, so kreativ wie nie.
Wir versuchten uns selbst Klavier beizubringen. Wir spielten, malten. So intensiv wie niemals zuvor. Wissen nämlich aufnehmen.